Jojo, danke für den Support auf die letzten Videos. Es freut mich wirklich übermäßig, dass ihr die Videos so feiert. Deswegen, es kommen jetzt wieder regelmäßiger Videos. Und rein da. I'm sorry, man. You took a fat ass L, dog. Diese Worte richtete Tory Lanez an Joyner Lucas als Reaktion auf seinen Diss-Track. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das erfahrt ihr in diesem Video. In 2018 ist Tory Lanez eines Tages auf Instagram live gegangen und ein Fan fragte ihn nach der Meinung zum Rapper Joyner Lucas. Tory gab Joyner zwar Props, aber konnte es wiederum nicht lassen, sich selber mit einzubeziehen und meinte, seine Moves würden auf einem ganz anderem Level stattfinden. Joyner Kid, he's nice, we can't fuck with me. Not on, on no level, period. Keiner könne sich mit ihm messen. Indirekt stellt Tory Lanez hier deutlich eine Herausforderung an Joyner, es mit ihm aufzunehmen und ihm vom Gegenteil zu überzeugen. Sollen die Leute am Ende doch entscheiden, wer gewonnen hat. Einen Tag später released Tory Lanez einen Diss-Track über das Instrumental von Lucky You. Die Interpreten des Originals sind Eminem und Joyner Lucas, weswegen man hier rausschließen kann, dass wir wissen, an wen es gerichtet ist. Matter of fact, riddle me that, I'm literally at the spot that he said to be at, but where's he at? Like really nigga, is you really telling me that? Like I ain't prepared to hit him with a felony act. Back on my bullshit, my back to the wall, turn my back on your wall and you finish. Back to these bullets, back to the job, put my Mac out and all of you running. Nicht mal 24 Stunden später antwortet Joyner mit einem Freestyle über den Beat von Tory Lanez und Meek Mills, Litty aus 2016. Why you bring my name up in the first place, Tory? You ain't fucking with me on my worst day, Tory. Wasn't better than me when I was a first grade, Tory. We can do this every year on your birthday, Tory. Get your money out of safe, went and bought a Ray, brought it on college. Niggas talking like they wanted when we in the city, they don't want problems. Ab einem gewissen Punkt involvierte das Ganze sogar Soundcloud-Rap-Ikone Trippie Redd, welcher sich für Tory und gegen Joyner aussprach. Hey, kill that nigga beat. Make them not even remember that nigga rapped on that bitch. You and Trippy better have you some backup. Ren and Stimpy look at Aggie and Staggin' and when I kill him, nigga, mad on mad. Im nächsten IG Live klärte Joyner detailliert darüber auf, was sein Problem sei. I always been a nigga, right? For me, I always been a nigga to openly admit when I think certain niggas are better than me. I think Kendrick's better than me. I think Cole's so better. So why would you say me, my nigga? Like, what type of time? Because I don't think you better than me. Kurz danach released Tory den nächsten Track, in dem er Joyner für seine Eminem-Collab gedisst hat. Yeah, Eminem couldn't get you to a million on the gram. Chris Brown tried, nigga, failed both times. I'd have took your page to a million in a day. If you ask me, nigga, I'm your motherfucking ghost. Und wieder kam die Antwort von Joyner Lucas schneller als der Blitz. Seine Antwort war ZZ Freestyle über den Beat von Kodak Blacks ZZ. Ein paar Tage später tauchte auf Instagram ein Video auf, welches Tory Lanez im Club zeigt, wie er dem aus dem Battle resultierenden Sieg genüsslich feiert. The Joyner Lucas kid, I want us all for this moment right now to give him a good moment of silence and rest in peace because today his career was over. Joyner Lucas, we killed you, it's done. Ja, das hat Joyner nicht so gefeiert. Er repostete das Video auf seinem eigenen Instagram-Profil mit dieser Caption. Beeil dich einfach, nimm deinen Track auf, so dass ich dich beerdigen kann. Und dann kann jeder wieder den singenden Tory zurückhaben, den wir alle so lieben. Wir vermissen diesen Tory. In 2019 deklarierte sich Tory Lanez dann selber zum Best Rapper Alive, ein Statement, welches er aber in einem Tweet aus April 2020 zurücknahm. Zwischen diesen zwei Statements erschien tatsächlich das, woran viele Fans nicht geglaubt haben, eine Collab zwischen Tory und Joyner. In diesem Freestyle rappen sie über das Instrumental von Shook, Yeah Yeah, dem Breakout-Song von DaBaby. Und wow, war das ein Brett. I'm digging a hole, you get buried inside. Or you get buried in silence. The day that I die, I get buried in diamonds. Bet up and give him a choice. Which one you want to die with the nana Beretta? I'm sorry for being intolerant.